Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine Lieben. Wir sind angekommen bei Sequenz 05. Vision von einer Frau der ersten Zivilisation trieb ihren Rat Tonekaton dazu, sein Dorf zu verlassen. Er sucht nach einem Weg, es von den sich ausbreitenden Kolonisten zu beschützen. Und wir waren ja angelangt bei dieser Jagd, oder bei dieser Jagdhütte, bei dieser Hütte hier, haben die letzte Nacht da hinten verbracht, in diesem Schuppen da. Da hinten. Und ja, jetzt versuchen wir nochmal mit diesem Mann zu sprechen. Ich habe schon mal ein bisschen, nur nicht lange, eine halbe Minute oder so, weil das irgendwie bei auf Full HD oder mit 60 FPS so total geleckt hat. Deswegen habe ich jetzt mal runtergestellt auf 40. Ja, und der Mann lässt immer noch nicht mit sich reden. Ich habe nochmal geklopft und jetzt probieren wir es nochmal durch den Hintereingang. Also wir sollen mal hinten rumgehen. Hui! So, hier. Jetzt gucken wir mal. Wir sind ja immer noch auf uns allein gestellt. Von zu Hause rausgeschmissen. Da. Hier gibt es noch einen Hintereingang. Mal gucken, ob er da aufmacht. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Oh. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Tja, sehr unfre- Hä, das war sehr unfreundlich, also. Ich komme hoch. Weiß ich nicht. Zutritt über den Balkon verschaffen. Jetzt müssen wir wieder außen rum. Oder? Warte mal, komm. Nee, da kommen wir nicht hoch. Also, das finde ich jetzt mal relativ nicht nett von ihm. Also, ich meine, der Typ, der kennt uns nicht. Wir kennen den auch nicht. Wir haben dem nichts getan. Wir wollen nur Hilfe. So, ich komme rein. Ich trete jetzt die Tür ein. So, hör mir Scheiße. doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh. Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Oh. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Aber du kannst doch nicht die. Warte nur, alter Mann. Schutz in den Ställen suchen. Naja, wieder zurück. Übers Haus, komm. Was mach ich denn jetzt hier? Ich gehe auf den Schornstein. Hui! Oh, ich So muss mir das einfach wirst erstmal du mich angucken. nicht loswerden. Boah, guck dir das mal an. Und es leckt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hui! Boah. Also nochmal Schutz in den Ställen suchen. Du wirst mein Lehrer. Du musst es einfach werden. Und nochmal zurück. In den Stall. Hui! So fertig, leiste dir wieder Gesellschaft. Wer sind die beiden Typen? Es regnet. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Oh, hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Und denn? Na dann. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Auf geht es. Signora. Komm her. Ihr kleinen Wichser. Oh. Jetzt. Jetzt kommen wieder meine Kampfkünste hier von Assassin's Creed. Normalerweise bin ich da besser. Ja, habe ich schon tausendmal gesagt. Aber guckt euch das an. So. Was? Was? Wie viel von denen gibt's denn? Jetzt ist aber genug, ey. Ich glaube, jetzt. Also jetzt ist mal gut jetzt. Zack, den Hals durchgeschnitten, die Kehle. Komm, wer will dann? Zack. Guck mal, wie der tanzen kann. Guck dir das an. Im Regen. Ach, ist das cool. Und noch im Matsch. Und denkst du mal, der alte Mann hilft uns, ey? Boah, das geht hier richtig ab hier. Zack. Durch den Hals und dann nochmal. Zack. Bam. Das war's. Das Haus Warum verteidigen. Seid ihr hier?
Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Wo denn? Oh, das hat gesessen. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Tja. Voll von hinten. Aber er hat uns geholfen. Warum? Ich habe gedacht, er kann uns nicht leiden. Vielen Dank. Räum hier auf. Und dann sollten wir wohl reden. Aha, jetzt doch. Nur, wer waren diese Männer? Das wüsste ich gerne mal. Oh, guck dir das an. Schnell rein. Wer waren diese Männer und was wollten sie von denen? Und warum hat er uns jetzt auf einmal geholfen? Da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Da steckt bestimmt irgend so eine Vorgeschichte dahinter. Und die sollten wir jetzt mal rausfinden. Boah, nicht schlecht. Ganz nett haben sie es hier. Ups. Wie geil war das denn bitte gerade? Cool. Na, setz dich, Junge. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Deswegen. Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Tja. Dann sag uns das. Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Oh je. Geschichte anhört. Ich will kämpfen. Die Geschichte der Assassinen, oder was? Deshalb verschweben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ach, die Templer oder was? Komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Das geht auch nicht mehr lange gut mit dem Alten, ey. Achilles voll. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Ja, ja. Warum reparierst du es nicht? Ja, womit denn? Was für ein Geld? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Ja, wie denn ohne Geld? Ohne Geld. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte aber einfach die Hütte? Gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Du weißt schon, dass du gerade voll gegen die Tür ab... Ach so. Hey. Was ist das denn? Ey, also sowas hätte ich auch gerne mal im Haus. So ein Kerzenständer und dann geht die Tür von, ja, die Tür geht anscheinend von alleine zu. Boah, was ist das denn? Was ist das denn hier für ein extrem geiler Keller? Ach, guck dir das an. Guck dir das an, ist das nicht geil? Also, wenn ich sowas hätte hier unten, ey, in meinem Keller, heftig. Tja. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Achilles. Achilles Fehlsehbe. Tja, er wird uns nun belehren
über die Assassinen? Komm mit, Junge. Wir haben zu... Ma... Sorry. Sorry. Wir haben zu tun. Haytham, Grandmaster. Hey, Haytham Kenway. Ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Charles Lee. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang, unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. So ist es. Dein Vater. Wer ist es, der alle Fäden in der Hand hält? Haytham Kenway. Mit dem wir selber schon gespielt haben. Sequenz 5. Ein rüpelhafter Mann. Tja. Ehrung in den Assassin. Volle Synchronisation. Uhui. Boah, das wird ja immer spannender. Ich rannte, ich kletterte, ich sechs Monate, ich stürzte, bitte. Für jede körperliche Übungsstunde.